Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Hand Showdown. Ich war mit der lieben Sonja und dem Marc Acker Handwerker auf der neuen Map unterwegs und wir waren in einem Compound, den ich absolut nicht mag. Welcher das ist, müsst ihr euch angucken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, würde mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Haut rein, viel Spaß. Jetzt kann ich. Oh, jetzt kommt alles. Ne, das war Marc gerade. Morgen. Oder wollen wir Weeping durchlaufen? Weeping. Wegen den Raben gerade. Afto. Oh, ich habe eine Flash dabei. Das ist sehr gut für die Afto. So wie die erste Runde begonnen hat, endet jetzt die letzte. Er hat ja alles. War, glaube ich, Pearl. Der meint's aber ernst, du. Ich glaube, der macht den Boss. Das muss Boss gewesen sein. Also wisst ihr Bescheid, wo wir hin müssen. Wir brauchen noch schnell die Punkte. Mein Kumpel ging mir eben schon auf den Sack in der Runde davor. Kein Event. Warte, ich guck hier. Ich hol den Pleppi. Schnell. Der ist auch kein Event-Clue. Nein. Oh Mann, wir haben nicht annähernd 35. Da müssen wir jetzt töten. Oh Mann, das wäre schon ärgerlich, wenn ich den nach über anderthalb Wochen verlieren würde, den Hunter. Ach, ist egal, wir killen die jetzt einfach. Und dann looten wir und dann haben wir unseren Bleppunkt. Ja? Ja. Sehr gut. Wir sind hochmotiviert. Gell, Marc? Ja. Sensationell. Ich suche immer noch viel. Ich habe einen Bleppi. Oh, jetzt haben wir schon 30. Wir brauchen nur noch einen. Ach komm! Ein Pleppi noch. Scheiße. Soll ich vielleicht doch mal bei Ash? Ich gehe zu Ash. Oh nein, Ash hat ein Pferd gewiehert. Ich komme wieder zurück. Wenn der weg ist, weine ich. Alter, Flip. Flip! Flip! Pleppi, ich hab einen! Flip! Geil! Warte mal. Ruhe jetzt. Seid ihr da? Mhm. Hier ist noch ein Pleppi. Problem ist, jetzt haben die Pleppis im Compound Sicht gleich. Wissen jetzt, dass ich da bin. Was habt ihr für Waffen? Wie immer. Eine Pumpe.
Keine? Nein. Was hast du denn dabei? Veggie. Oh mein Gott. Muss ich die Afto alleine wegknallen? Du willst sie auch haben. Ist das ein Kack-Compound hier? Punkte. Weg. Keine Punkte. Scheiße. Oh, das rote Fass hier vorne. Ne, danke, ich gehe. Ich schieße es weg. Komm, komm runter da. Ist ein bisschen belastend zu wissen, dass ich als einziger ran muss. Ja, wir haben beide Fächer. Okay. Wäre die einzige Option. Nix. Okay, das Esch-Team ist auch schon da. Ich höre einen oben auf jeden Fall. Oben hier vorne. Da ungefähr. Oh Gott. Hat nicht Peak. Auch zwei Aftos drin. Was? Vielleicht sind da auch zwei Aftos drin. Jo, du machst uns Mut. Vielleicht sogar drei? Die Afto trifft heute nichts. Ich bin da ganz mutig. Die pieken halt nicht und gar nichts. Sie wissen genau warum. Ja. Deshalb. Hello, my friends. Nice to meet you. Are you from China? Or from other country? Country? Hello. Ich soll mal reden, damit ich weiß, wo er ist. Oh. Ist das unsers? Jetzt hast du das schöne Lied ausgemacht. Aber ja, es wäre euers gewesen. Also. Also einer sitzt hier und schnauft. Jetzt nicht mehr. Und einer läuft hier bei mir auf Holz. Ich glaube oben. Einer weggelaufen. Aber das scheinen Team 3 und 4 zu sein, die sich da Richtung Ash bekriegen. Mhm. Basti, danke für dein Follow. Sonja, hier wäre ein Eingreiftrupp. Kannst du den Dünner oder was wiederholen? Oh, einer wurde geflasht. Cloud, danke für dein Follow. Einer sitzt hier irgendwo im Raum vor mir. Einer sitzt hier, ich hab die... Kann ich da durchschießen? Ich glaube nicht. Ah!
Hat sich geheilt. Kannst du mich... Vorsicht! Die ist runtergefallen. Nice. Ich glaube, ich sterbe direkt wieder, aber mach weiter. Da war die Afto. Da in dem rechten Raum, direkt wo ich liege, war die Afto da. Ja. Und der andere saß noch an der Tür. Licht benutzt. Magst du versuchen nochmal? Anderer Team kommt. Ja. Über mir auf den Balkon. Sicht benutzt. Sicht benutzt, der weiß, wo ich bin. Hat auch keine mehr. Hat keine mehr, ne. Kannst du Magnet holen? Ja, wollte nur weg, der wusste, wo ich war. Lief gerade einer. Der ist da oben noch. Hm, hab ihn gesehen. Ich höre ihn schleichen. Der ist hier neben mir. Einen außerhalb. Einer ist direkt über mir. Einen habe ich. Schön. Scheiße, ich kann hier nicht mehr reinnehmen. Außen läuft der rum. Der ist eingepackt. Andere Team kommt. Ach, scheiße. Der Afto sitzt hier oben. Direkt bei mir da an der Tür. Mhm. Da durch die Tür schmeißen, Jan.
Oh, da war er. Das ist aber Eier, mein Freund. Wer? Ich weiß nicht von wo. Hier aus der Tür. Da hab ich hingeaimt, da war nix. Ja, zwei Mann direkt hier hinter. Bei der Tür. Der steht halt hinten weiter. Da muss ihn. Muss ihn Schwitzer. Da in dem Gang steht er. Blute? Brauch Hilfe? Nate? Der ist gehoben worden. Hab die Bounty, die After wieder. Einer wird gehoben gerade, ich hab's gehört. Ich hab ihn wieder. Nein, nein, danach. Also. Unter uns. Hier am Fenster! Wir haben getradet. Ja. Einer hier, direkt hinter dieser Wand. Das war's. Ja. Nice. Darf ich die After? Ja. Oh, wo ist sie denn? Da. Geilo. Ich hab Geier. Oh. Was sind unten noch welche? Nee, ne? Wir könnten vielleicht bei Ash noch mal gucken, ob wir da das andere Team finden. Nee. Die hatten irgendwo hinten im Wald gefightet. Ich möchte raus. Moni rausziehen? Die Muni ziehe ich nicht raus. Ne, die Muni ziehe ich nicht raus. Ich habe Angst, wenn ich die Muni rausziehe irgendwo und das oben ist, dass die Auto wegpackt. Deswegen mache ich das so ungern. Matuha war der mit der. Wir haben nur 5 Kills, das kam mir viel mehr vor. Es war aber sehr spannend. Und der Kefir hat gerade neu angefangen. 0,48er KD, 89 Kills. Ach Gottchen. Und der andere ist auch neu. 0,92er KD, 235 Kills. Also nur der Afto-Typ da, der war. Na, der hat verborgen, schade. Ja, Pearl ist so eine Sache. Die Tür ist schon wieder auf. Sorry. Pearl ist so eine Sache, es ist ganz, ganz schwierig da anzugreifen, finde ich. Und genauso schwierig ist es zu verteidigen. Das ist einfach eine Glückssache, wer da gewinnt. Wenn du da Nahkampf hast in Pearl, hast du eigentlich so gut wie gewonnen. Und ich habe tatsächlich gedacht, dass wir gegen die Afto keine Chance hatten. Aber das hat Sonja sensationell gemacht. Und Marc natürlich auch richtig, richtig gut. Marc kam mir ein bisschen krummelig vor, war er aber nicht. Das kommt nur so vor, weil ich so geschnitten habe, dass man am Ende jetzt auch nicht so viel gehört hat von ihm. Am Anfang hat er auch nicht so viel gesprochen, aber er war nicht krummelig. Was wollte ich noch sagen? Ach so, passt auf, ich habe was. Und zwar... Ich habe ja gestern von meinem Asian-Nudeln erzählt, die gerochen haben wie Katzenpipi. Zweiter Versuch, Instant-Reisnudeln mit Hühnerfleischgeschmack. Das waren die hier vom Aldi. Schmecken ganz genauso. Ich kann es gar nicht sagen. Es riecht nach Katzenpiss. Mein ganzer Raum riecht so. Das ist auch noch voll. Ich muss es wegschmeißen. Ich kann es nicht mal am Hund geben, weil ich glaube, der kriegt Vergiftung. Das ist einfach furchtbar. Ich kann den Geschmack überhaupt nicht zuordnen. Könnt ihr mir sagen, wonach das schmeckt? Kennt ihr Foga? Keine Ahnung. Heißt Foga. Es ist ganz furchtbar. Es ist... ich kann es gar nicht beschreiben. Es riecht wie Katzenpisse und ich glaube, es schmeckt auch wie Katzenpisse. Aber wer weiß es schon. So. Jetzt lose ich den Gewinner von der 600. Folge aus, beziehungsweise die zwei Gewinner. Es gibt ja einmal
Xbox-Guthaben und PlayStation-Guthaben. Und zwar mache ich das so, dass ich als erstes den PlayStation-Guthaben Gewinner ziehe und danach den Xbox-Guthaben gewinne. Aber dazu müssen wir eine ganz kurze Pause machen, denn ich muss es erst einrichten, dass man das auch sieht. So, bis gleich. So, es ist vollbracht. Die Pause für euch war ja nicht besonders lang. Und zwar bin ich jetzt auf meiner 600. Folge, kopiere mir den Link, gehe auf meinen YouTube, nicht auf meinen, aber auf den YouTube Random Comment Picker, füge den Link hier oben ein, filtere Duplikate, löse die Matheaufgabe und gucken, dass 79 Leute dabei waren. Jetzt schiebe ich mich noch rüber. Die Webcam muss ich rüberschieben. So. Und wir suchen den ersten Gewinner für die, was habe ich eben gesagt? Ich mache als erstes, ich ziehe erst den Xbox-Gewinner. Also, ihr könnt das Guthaben für die Xbox auch für den PC verwenden. Wir haben den White Fox da. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Du kannst dich bei mir melden. Am besten schreibst du mich bei, ja, bei Discord an. Discord privat anschreiben und dann kriegst du deinen Key. So, und jetzt ziehen wir noch den zweiten. Und zwar ist das dann PlayStation. 10 Euro. Wir haben den Patrick. Herzlichen Glückwunsch zu 10 Euro PlayStation-Guthaben. Schreib mich bitte auch bei Discord an. So, jetzt meine das am besten so. Dann mache ich es wieder falsch, natürlich. So. Dann so. Perfekt. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner und danke fürs Mitmachen. Ich ziehe morgen den Gewinner bzw. den Mitspieler von mir und Marc beim Turnier. Wir suchen uns ja einen Mitspieler. Und ihr solltet ja kräftig das gestrige Video kommentieren. Wenn ihr Bock habt mitzumachen, einfach drunter schreiben, möchte gerne mitmachen oder sowas. Und dann ziehe ich random einen raus. Ich bin sehr, sehr gespannt, wer mit uns spielen will. Falls überhaupt jemand mit uns spielen will. Dann gibt es noch zu sagen, das Turnier findet am Samstag statt. Ihr könnt gerne mitmachen, würde mich sehr, sehr freuen. Einfach Stream gucken ab 20 Uhr. Wenn ihr alleine spielt, Zweierteam, Dreierteam, ist egal. Ich erkläre dann alles im Stream, beziehungsweise ich lasse ein Video spielen. Das Video gibt es auch hier auf YouTube. Das verlinke ich unten. Und jetzt ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Dieses Zeug macht mich wahnsinnig. Es stinkt so dermaßen. Ich habe hier so einen ganz kleinen Raum, müsst ihr wissen. Ich bin, keine Ahnung, anderthalb auf 2 Meter. Naja, sagen wir mal 2 auf 2,5 Meter. Und das Zeug steht hier einfach neben mir und es ist einfach, oh, mir ist richtig, richtig, richtig schlecht. Ich werde das jetzt erstmal draußen in die Tonne schmeißen, weil, oh, keine Ahnung. Also wie gesagt, wenn irgendjemand weiß, was das für eine Geschmacksrichtung steht ja drauf, aber was das für ein Geschmack ist, der da so raussticht, würde mich mal interessieren. Das ist jedenfalls, oh, es riecht wie Katzenpipi. Ich habe eine Katze, ich kann das beurteilen, könnt mir glauben. So, jetzt denkt an meinen Teamspeak. Nee, ich laber und laber. Denkt an mich heute Mittag und zwar ab 14 Uhr bin ich auf Twitch online. Wenn ihr Bock habt, würde mich sehr, sehr freuen. Was gibt's noch zu sagen? Mein Teamspeak ist unten verlinkt, genauso wie Game.de. Die haben mir das extra für euch zur Verfügung gestellt. Könnt ihr jederzeit nutzen, könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade wenn ihr selber Teamspeak, Mumble, Root Server, Game Server, Web Server etc. sucht, seid ihr eine super Adresse. Holy Energy ist unten verlinkt, eine gesunde Alternative zu Red Bull, Monster. Kein Zucker, kein Scheiß, nur natürlich Inhaltsstoffe. Mega gut, versucht's mal. Unten ist der Link und zwei Rabattcodes. Unser Discord ist unten verlinkt und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Haut rein. Tschüss.